So, jetzt sind die Probleme weg. Herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Beim ersten Mal hatte ich jetzt hier auf dem Zweitrechner kein Bild. Weiß nicht, ob Sie kurz da ein Bild hatten, aber jetzt sollte es funktionieren. So, gestern war ja ein recht volatiler Handelstag. Der DAX fiel zunächst wie erwartet auf ein gutes Unterstützungslevel runter. Dort wurde eben frühzeitig ein Kauflimit in den Markt gelegt. Im Video wurde gesagt, hier prädestinierte Umkehrzone bei der Gap-Unterkante bzw. Gap-Oberkante, also zwischen 9160 und 9130, 35 Punkte. Das Kauflimit war eben ein Stück höher gelegt worden, um nicht ja, wie bei den anderen Setups bei Gold und Silber, dass man da nicht reinkam und eher, dass man auf jeden Fall dabei war. Und hier gab es eben einen Stopp auf Schlusskursbasis bei 9085. Der wurde auch nicht angelaufen und auch nicht touchiert und auch nicht auf Schlusskursbasis natürlich unterschritten. Schon im gestrigen Video, wo da stand der DAX schon nachbörslich bei 9260, konnte also heute auf Xetra bei 9276 starten. Allerdings gab es dann eben einen Übeltäter, mehr oder weniger ein bis zwei, die dann den DAX wieder nach unten getrieben haben. In der Indikation gab es schon wieder ein Heranlaufen, was jetzt hier eine ehemalige und gute Unterstützung war, ist natürlich jetzt ein Widerstand. Und da gab es direkt ein Heranlaufen sogar bis 9350. Eine Zielzone gab es hier jetzt eben noch nicht. Denn möglich, was ich gestern auch erwähnt habe, war, dass es hier ein belastbares Tief ist und dass wir eben hier ein neues Hoch über die 9580 bekommen werden. Heute ist jetzt die Situation, beziehungsweise gestern war es jetzt in meiner Meinung nach relativ einfach, jetzt ist es nicht sehr einfach, was man jetzt auch mit der Position macht. Ob man den Stopp nach oben versetzt, den Stopp lässt und welches Kursziel jetzt sich daraus ableitet. Denn möglicherweise ist es eben hier jetzt noch nicht das Tief, unter anderem auch, weil viele DAX-Werte jetzt schlechter aussehen. Ja, von wo soll eigentlich noch dann, wenn die Haupttreiber eigentlich ja, nicht unbedingt ein negatives Chartbild haben, aber die kommen einfach nicht in die Pushen. Wo soll dann der DAX steigen? Das ist eben die Frage jetzt. Ich werde hier das Setup nach oben schieben und den Stopp direkt auf das Tief setzen. Also wird dann direkt ausgeführt. Also dieses Tief bei 9124 muss halten. Verkauft. Ja, verkauft wird jetzt dann hier, wenn er jetzt nochmal überhaupt auf Xetra, wir schalten wieder auf Xetra. Verkauft wird dann, wenn jetzt hier heute noch die Marke von 9300 eben erreicht wird. Das liegt ja hier dann das Level etwa. Tageschart gibt im Moment nicht viel her. Da liegen wir unter der Rainbow-Unterkante und ja, die Unterkante liegt eben jetzt gerade an dem Kursziel von 9300 Punkten. Zum Dow Jones. Der hat gestern dann eine Rallye vom Tief bis zum Hoch von 400 Punkten hingelegt.
nachdem er hier ein Verkaufssignal bis zum nächsten Verkaufssignal allerdings eben nicht die Zielzone erreicht hatte. Nach dieser bullischen Engulfing-Kerze, nachdem er halt hier wieder über die ehemalige Stop-Sell-Marke gegangen ist, war das Setup dann sowieso hinfällig und ist sogar knapp über den wichtige, ja, markante Widerstandszone eben sogar nach oben ausgebrochen. Und aktuell liegt er jetzt wieder in der Zone. Aber hier dürfte eben auch noch ein Hoch fehlen und das soll er eben den DAX eben nach oben ziehen und dann werden wir da jetzt hier im DAX eben auch rausgehen. Da ist eben das Bild auch noch nicht klarer, wohin dann der Markt geht. Allerdings sind natürlich durch die Bullen, die haben da eine Duftmarke natürlich gesetzt mit diesem Mega-Reversal. Zu den einzelnen Setups. Morphosis hat gestern ja das Rückkaufprogramm bekannt gegeben, kommt aber noch nicht in die Pushen. Hier liegt man leicht im Minus. Der Stopp bleibt so. Aber wie schon gestern erwähnt, sollte es nach oben eigentlich gehen. Die Puma-Aktie ist es jetzt hier. Gut, ist noch ein, hier lag ja ein Kauflimit. Da bin ich mir jetzt hier nicht sicher. Bei 190. Für mich ist das ein schönes Setup, wo man hier in dem Bereich einsteigen kann. Und eben auch auf ein neues Hoch, ob jetzt direkt die 2.10 erreicht wird oder nochmal hier knapp über das letzte Hoch, also über an die 200-Euro-Marke, sollte der Titel auf jeden Fall laufen. Zu den Forex-Setups läuft aktuell, hier wurde nicht eingestoppt, hier dieses Setup ist gestern aktiviert worden, da lag zwischenzeitlich bei 200 Pips, lag man hier im Plus. Den Stopp werde ich jetzt nach oben versetzen und ja an die 154er Marke. Wie es jetzt hier laufen könnte, ist, dass es hier nochmal einen kleinen Rücksetzer gibt, dann nochmal hoch. Und womöglich dann halt nur die 158 erreicht wird und dann nochmal ein Tief folgen könnte. Also in dem Bereich dürfte noch ein Tief eben fehlen. Deshalb auch die Stopp-Anhebung. Beim US-Dollar, kanadischen Dollar hat sich nicht viel getan. Wer drin ist, sollte den Stopp auf jeden Fall jetzt hier nach unten setzen. Wenn es jetzt hier, hat sich jetzt sehr lange konsolidiert, wenn er jetzt hier nach oben ausbricht, dann dürfte er eben ein größeres Kaufsignal eben hinlegen. Hier hat sich dann so eine Keilformation, Dreieckformation ergeben. Also hier kann man jetzt auch eigentlich ein Stop-Buy-Setup basteln, im Prinzip über dieser Marke, und dann könnte es richtig nach oben gehen. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.